Hey Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu Deluded Mind. In diesem Spiel schlüpfe ich in die Rolle von einem FBI-Agenten, dessen Tochter ermordet wurde. Doch trotz des schweren Verlustes geht der Agent seiner Arbeit nach und wird bei einem Einsatz außer Gefecht gesetzt und in eine Nervenheilanstalt verschleppt. Und dort wird ihm noch ein Halluzinogen verabreicht. Das sind schon mal super Voraussetzungen für ein gutes Horror-Game. Und somit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem neuen Let's Play. Jetzt habe ich aber genug geredet, jetzt gehe ich mal auf neues Spiel. Warnung: Dieses Spiel enthält Horrorszenen und Jumpscares. Menschen mit einem schwachen Herz und/oder Epilepsie sollten dieses Spiel nicht spielen. Die Entwickler des Spiels übernehmen keine Verantwortung für etwaige Schäden, die beim oder nach dem Spielen des Spiels auftreten können. Where the hell am I? Hello, Agent Cottrell. Supervisory Special Agent Mary Smith here. If you are listening to this message, we were successful in relaying our message to you. We have reason to believe that you are being held against your will, which is why we have a search unit out based on your last GPS coordinates. It is possible that your communicator signal is being blocked by a jammer. Please try to... Fuck! I have to get out of here. Jetzt wurde das Signal schon blockiert. Finden Sie einen Weg heraus. Ihre Ziele werden in Ihrem Notizbuch aktualisiert. Außerdem finden Sie dort Ihre gesamten gesammelten Dokumente. Ich könnte ja mal bei J hier reingucken. Ein Dokument habe ich noch nicht, aber mein Ziel steht hier oben. Finden Sie einen Weg heraus. Ja, den Weg suche ich jetzt mal. Und jetzt habe ich auch schon mein erstes Dokument gefunden. Hallo Agent Cottrell. Wahrscheinlich können Sie sich nicht mehr genau daran erinnern, weshalb Sie hier sind. Deshalb kläre ich Sie kurz auf. Sie und Ihr dummer Partner sind in meine Wohnung gestürmt, um mich festzunehmen. Doch leider haben Sie nicht mit meinem Hinterhalt gerechnet. Tja, jetzt ist es zu spät für Sie. Ziehen Sie sich das nächste Mal lieber Gasmasken auf. Spüren Sie dieses merkwürdige Gefühl in Ihrem Kopf? Das ist nur eine kleine Dosis meines Wunderpulvers. Falls Sie sich fragen, wo Ihr Partner steckt, der liegt irgendwo in der Administration und fragt sich wahrscheinlich die ganze Zeit, wo er seine Finger liegen gelassen hat. Wurden ihm die Finger abgeschnitten oder was? Genießen Sie den Höllenritt. PS, haben Sie schon herausgefunden, wer damals Ihre Tochter Diana ermordet hat? Falls nicht, hier ein kleiner Tipp für Sie. Der Mörder hat diesen Brief verfasst. Liebe Grüße, Kevin Range. Oh, du Scheiße, der hat das Kind ermordet. Und hier liegen die Finger. Und es sind 10 Finger. Die haben dem armen Mann alle Finger abgeschnitten. Ich hoffe, mir passiert das nicht. Die Tür kann ich nicht öffnen. Aber hier ist ein Schlüssel und jetzt kriege ich sicherlich auch die Tür auf. Und es hat geklappt. Oh, ist das hier dunkel. Jetzt fängt sie noch an zu brennen. Aber sind das jetzt Auswirkungen des Wunderpulvers, dass ich jetzt hier Feuer sehe, oder ist das echt? Aber wenn das echt ist, verbrenne ich mich. Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und es passiert nichts. What the hell?
She's toying with us. We have to find another way out of the apartment. Follow me. Shit, we're done for. Ah, fuck. My head. Wo bin ich jetzt? Ah, my head. What the hell was that? I have to find Robert. Dann suche ich mal den guten Robert. Closed for 5 years. Jetzt durchsuche ich mal hier alles, ob ich noch was Wichtiges finden kann. Und schon habe ich auch ein Dokument gefunden. Medikamentenplan. 18.06.2005 bis 26.08.2009. Der Patientenname ist Kenneth Barker. Behandelnder Arzt, Professor Dr. David Parker. Hier stehen die ganzen Medikamente drauf, die er wahrscheinlich nehmen musste. Und hier ist noch ein Patient, William Morris. Auch bei ihm sind Medikamente aufgelistet. Hier habe ich einen Schlüssel gefunden. Ich gucke jetzt hier einfach mal in alle Türen rein. Oh, was war das? Das hat sich angehört, als ob ich irgendwie einen Becher umgeworfen hätte oder sowas. Aber hier ist nichts und es ist auch viel zu dunkel. Hier habe ich noch ein Dokument. Ich soll nicht lügen, ich soll nicht lügen, ich soll nicht lügen, ich soll nicht lügen. Ich lüge nie. Ich lüge wirklich nie. Hier ist ein Zettel noch mit Häusern drauf, die durchgestrichen sind. Ja, sieht irgendwie aus wie eine Zeichnung vom Kind. Hier steht auch noch was geschrieben. Bitte Gott, erlöse mich von den Qualen. Ich ertrage es nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Niemand hilft mir. Wieso hilft mir niemand? Bitte Gott, bitte, bitte erlöse mich, bitte. Ich will hier raus. Ich bin nicht krank. Ich bin geheilt. Ich schaffe es hier raus. Bitte Gott. Niemand glaubt mir. Sie tun mir weh. Das klingt schon irgendwie verzweifelt. Hier ist die verschlossene Tür, aber ich habe ja schon einen Schlüssel gefunden. Main Building. Hell was that? Ja, was war das? Das sah aus irgendwie so ein Geist oder sowas. Es muss ein Geist gewesen sein, der ist ja durch die Tür durch. Okay. Where am I? Ich frag mich auch gerade, wo ich bin. Ja, wo bin ich? Es ist alles total dunkel. Aber ich kann eine Tür öffnen. Jetzt ist es wieder heller zum Glück. Ach, ich gehe erstmal hier rum. Hier sind Duschen. Die Tür ist versperrt. Administration. Robert should be there. Ja, mal gucken, ob ich den guten Robert hier irgendwo finde. Drücken Sie die linke Maustaste, um den Retina-Scanner zu benutzen. Der wird wahrscheinlich bei mir nicht funktionieren. Ja, das war klar. I have to find a way to get in.
Security. Passwort. Neues Passwort 8975. Aber kann ich das hier irgendwo eingeben? Das sieht nicht so aus. Aber hier liegt noch eine Notiz. 1 sind irgendwelche Rohre oder sowas. 2 ist vielleicht irgendein Raum. 3 ist das. Die Nummer 3 sieht aus wie so ein Wagen, wo Kisten draufgeladen sind. Und Nummer 4. Das weiß ich auch noch nicht, aber das werde ich ja jetzt herausfinden. Hier ist noch eine versperrte Tür. Oh, wo bin ich denn jetzt? Es ist hier so dunkel. Ach, hier, ja. Ich bin hinter die Tür gerannt. Da brauche ich mich nicht wundern, dass es dunkel ist. Hier geht's auch auf. Drücken Sie die linke Maustaste, um das Tastenfeld zu bedienen. Da muss ich jetzt sicherlich dieses Passwort eingeben, aber ich habe mir das ja nicht gemerkt, weil ich dachte, das muss ja an den PCs eingegeben werden. Und das ging ja nicht. 8975. Na, dann versuche ich mal mein Glück. 8975. Das funktioniert nicht. Also muss ich noch ein anderes Passwort finden. Hier leuchtet eine 6. Hier sind Zellen. Da stehen auch Zahlen dran. 01. 02 07 Hier ist 03 04 und da liegt auch was drin. Aber das sind ja bloß die Zellennummern. Das wird ja mit dem Code dort auch nichts zu tun haben. Aber ich guck mal, was ich jetzt hier noch lesen kann. Von Dr. Alex Krylov. Das ist eine E-Mail. Betreff Tetosflüssigkeit. Hallo Professor Dr. Parker. Nach einer einwöchigen Applikation der Tetosflüssigkeit an den Patienten Ryan Farrow traten folgende Nebenwirkungen auf. Intrazerebrale Blutungen, Nausea, Paralysis agitans, Globus pharyngis. Also das klingt alles nicht besonders gut. Weitere Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt. Na, das reicht ja eigentlich auch. Ich fordere Sie dazu auf, den Einsatz der Tetosflüssigkeit umgehend einzustellen, um Schäden an weiteren Patienten vorbeugen zu können. Freundliche Grüße, Dr. Alex Krylov. Also haben die dem irgendwelches schädliche Zeug verabreicht? Da hinten steht eine 6. Eine rote 6. Hier steht auch eine 6. Und irgendwie sieht doch das aus hier wie bei den Zeichnungen. Das sind doch die Zellen. Die Nummer 1 sind Rohre. Die Nummer 2, das ist sicherlich auch irgendein Raum. Und die Nummer 3 ist so ein Wagen oder irgendwas. Und dann 4. Könnte das was mit dem Code zu tun haben? Dass an vierter Stelle die beiden Sechsen sind 6 und 6. Ja. Aber eine weitere Zahl ist hier nicht. Aber hier sind definitiv Zahlen. Und das ist auch in diesen Zeichnungen zu sehen. Was war denn jetzt hier an erster Stelle? Die Rohre. Ich suche mir jetzt mal die Rohre und gucke, ob ich da noch irgendwas finden kann.
Aber wo waren die? Ich bin doch da erst vorbeigelaufen. Hier. Aber ist hier eine Zahl? Ich muss immer auf diese Zeichnung hier gucken. Aber das sind die doch. Das ist sehr seltsam. Hier bin ich, glaube ich, hergekommen aus der Dunkelheit. Hier steht eine 4 dran. Die Rohre sind... Oh, wieso merke ich mir das nicht? Die Rohre sind an erster Stelle. Und da kommt eine 4 hin. So. Und jetzt muss ich noch den Raum Nummer 2 finden. Ist hier noch was? Nee. Das könnte doch der Raum schon sein. Der sieht doch so aus. Und hier ist auch eine Zahl. Eine 1. Also 4, 1 und jetzt diesen Wagen, diesen beladenen. Aber ist das irgendwo? Das wird sie hier nicht sein. Tür versperrt. So ein Wagen mit Kisten drauf. Aber hier sehe ich auch keine Zahl. Ach da, das ist er doch. Das sind die Kisten. Also ist das Passwort 4166. Es hat funktioniert. Jetzt geht der Raum auf. Jetzt hat es auch gerade gespeichert. Vielleicht passiert jetzt ja was ganz Schreckliches. Ich muss immer noch an die Warnung vom Anfang denken mit den Jumpscares und so weiter. Aber ich komme hier gar nicht rein. Und da liegt ein Dokument drin. Es hat geklopft. Herein? Oder lieber doch nicht? Aber vielleicht klopft es ja nur in meinem Kopf. Wer weiß das schon? Ich nehme jetzt mal das Dokument. Das ist vom Professor Dr. David Parker an den Isaac Hees. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Forschungsabteilung die Tetosflüssigkeit erfolgreich entwickelt hat. Bei Einsatz der Tetosflüssigkeit würden unsere Patienten keine feste Nahrung mehr benötigen, wodurch wir die Kosten für Lebensmittel einsparen könnten. Somit würden wir rund $400.000 pro Monat einsparen. Aufgrund der enormen Kosteneinsparung, die wir durch den Einsatz der Tetosflüssigkeit realisieren können, beantrage ich hiermit die Genehmigung für den Einsatz der Tetosflüssigkeit. Die dokumentierten Forschungsergebnisse werde ich Ihnen noch heute zukommen lassen. Mit freundlichen Grüßen, Professor Dr. Parker. Aber das war doch diese Flüssigkeit, wo der andere Patient, glaube ich, draufgegangen ist. Ja, das ist schon krank. Die Geschäftsführung des Hillstone Asylums haben
sich in Bezug auf das Projekt Tethos beraten und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Erstens, die in dem Projekt Tethos entwickelte Nährflüssigkeit darf dem Patienten fortan von Fachärzten appliziert werden. Zweitens, Professor Dr. David Parker, geboren am blablabla, derzeit wohnhaft in der 211. Fox Street in Hillstone, übernimmt als Leiter des Projekts Tethos die volle Verantwortung für eventuelle Komplikationen im Hinblick auf die Anwendung der Nährflüssigkeit. Von nun an werden keine weiteren Lebensmittel bestellt. Ferner werden alle derzeit offenen Lebensmittelbestellungen storniert. Ausnahme ist die Bestellung von Lebensmitteln für die Cafeteria. Jeder weitere Mitarbeiter, der in das Projekt Tethos eingeweiht wird, muss einen zusätzlichen Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen. Und hier sind die ganzen Personen drauf, die das geheim halten. Das ist nicht schön, was hier läuft. Aber wo muss ich hin? Hier in die Dunkelheit? Jetzt habe ich hier wieder ein Dokument gefunden. Das ist von Dr. Alex Krylov. Hallo Dr. Walker, der Patient Caleb Moore legte heute ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag. Er schrie wiederholt den Satz »Drei Menschen, drei Monster« in einem regelmäßigen Abstand von etwa 5 Minuten. Trotz regelmäßiger Einnahme der Medikamente verschlechtert sich sein Zustand Tag für Tag. Sollen ihm 2 weitere Beruhigungstabletten pro Tag verschrieben werden. Außerdem ist noch zu erwähnen, dass der Patient in letzter Zeit des Öfteren in seiner Zelle rückwärts geht. Ich bitte um Rat. Freundliche Grüße, Dr. Alex Krylov. Also hier passieren wirklich seltsame Sachen. Wer weiß, was den armen Patienten gegeben wird. Hier ist dunkel, hier gehe ich jetzt nicht rein. Mein Ziel ist es immer noch, den Robert zu finden. Aber das ist hier schon alles ziemlich verwinkelt. Und diese ganzen Zellen hier kriege ich nicht auf. Ja, da bin ich ja hergekommen. Ach, hier habe ich den Code eingegeben. Also wieder zurück brauche ich definitiv nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch genug rumgeirrt. Deswegen mache ich jetzt erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.